Warum? Jetzt ist die Frage, der Zuschauer wird sich denken, naja, ich gucke seit Ewigkeiten Rainbow Six Siege, habe jetzt vielleicht die letzten Wochen nicht verfolgt. Warum bannt man auf einmal zwei Heartbreacher im Gepäck? Unter anderem auch die Kali, die ja dafür sorgt, dass die Heartbreacher überhaupt arbeiten können. Und Slam holt sich den Opening Frag gegen Xenox. Oh, 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 Slam auch mit dem Kill an Tobi. BZ noch am Outside Window, wird gedownt, wird rausgenommen, damit Diffuser down. Alter! Auf konzentrieren. Das war der falsche Klick, aber der Klick war gut. Aber Slam kriegt tatsächlich Gisela noch raus. Und damit so ein bisschen fast die Runde nochmal gerettet. Also den Wurfarm habe ich kurz schon schlackern hören. Ja. Er schießt drüber! Er schießt. Oh nein! Slam mit dem Kill, oh mein Gott! Das frage ich mich allerdings auch. Sehr, sehr. Wow, Slam mit dem nächsten und mit dem letzten in der Runde. Hat. Man hat jetzt auch keine Möglichkeit mehr, da aktiv irgendwie gegen zu spielen. Daher holt sich Slam, sag ich mal, so ein bisschen das Spielfeld, das ihnen vorgegeben wurde und das machen könnten, beziehungsweise auch auf Kill gehen können. Das machen sie auch. Xenoxo holt sich diese Runde und das war. Mann, wo? Bauchlandung, Flachkörper hier von BZ. Gisela gewinnt das Duell gegen Keenan. BZ holt sich Gomfi und dann ist es hier Slam. Last One Standing. Xenoxo, aber Gisela mit dem. Immer so ein Operator, der austauschbar ist auf Clubhouse. Oh, Slam, da ist er wieder. Hat gar nicht aufgehört. Jetzt seitens Dyer noch mal ein bisschen zurück. Natürlich auch in die Garage Pack. Warte mal, was? Schöner Winkel von BZ da einfach mal gegen zu halten, aber er kann dem nicht standhalten. Man flutet so schön den Raum, wie wir es immer sagen. Und Dyer hat er nur noch. Jetzt hat er nur noch das Problem. Ja, das Slam da auf der. Der muss covern. Der hat keine andere Aufgabe und er covert. Er covert, indem er Daya rausnimmt. Das wird alles ziemlich eng. Natürlich ist die Position bekannt und das ist so wunderschön. Den Spot und das hat Tobi mitbekommen. Das hat Tobi genau mitbekommen. Kriegt hier den Kill auf Packbook. Gisela hat sich davor Titan geholt. Xenox holt sich Slam. Siehst du das als ein Robbenbaby? Genau, es sind zwei Robbenbabys. Tobi holt sich Keenan und Gomfi wird rausgenommen von Xenoxo. Und es ist. Das ist natürlich jetzt auch so ein Ding, wenn man jetzt droppt und das macht man, wird jetzt aber geholt währenddessen. Also im Flug noch die Schuhe ausgezogen. BZ holt sich Packbook an einer Stelle. Daya holt sich Slam. Nur noch Gomfi und Keenan. Das sieht doch ganz nach Overtime aus. Nur noch Gomfi. Sein Candelas von dannen rennt und sagt: Leute, das war, glaube ich, anders gefahren. SSP. Alter, ärgerlich! Gisela, Jungs! Das ist so wichtig. Xenoxo holt sich Slam. Titan in Blue kriegt das Brett von Xenoxo. Auch der macht einen Double Kill. Und es ist die Flawless Round! Die Ecke gepiekt, holt sich auch den zweiten noch. Das ist der Wahnsinn. Der nimmt sich hier alle raus, nur mit dieser Corner Position. Triple Kill für Slam und Comfy. Und noch eine Flawless Round, meine Damen. Alter, nein. Das C4 bleibt hängen. Was eine Vollkatastrophe. Und man kriegt, dann holt sich Tobi, Packbull holt sich da. Ja, Xenoxo mit dem Frag auf Gomfi. Überzahlsituation für Secret. Titan holt sich Xenoxo, Keenan holt sich Overtime Map und Matchpoint für Secret. Slevin holt sich den Kill und holt Team Secret 2 Punkte. Thatcher, Maverick, Kaid und Valkyrie. Und wer sich jetzt fragt, was gibt's Neues im Staate Niedersachsen? Nicht. Ja, SSG Extended holt sie. Oh, Alter! Nein! Was war? Jonker macht's aber clever, nimmt sich aus der Gleichung raus. Crying holt aber seinen Support. Kajak auch. Ja, so ein bisschen den Vorteil, er könnte sich nur gegen den Placen. Jonker, der jetzt rausgenommen wird von Aces. Schön gemacht, möglich. Alter! Crying und Aces! Was ein Zugriff! Par de excellence, würde der Franzose jetzt sagen. Aces holt sich Kajak mit dem Triple und Rips. Was fehlt? Oh, Möglichkeit, Möglichkeit. Und er trifft sie einfach nicht. Und er hält einfach drauf. Er hält drauf. Dass sie das Ding hier nicht leichtfertig auf die Kappe nehmen. Oh, schön gemacht. Citizen, der ist gerade eiskalt. Der ist überall am 23 Sekunden. Aber solange du da... Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, solange du den da oben noch rumzappeln, der Junge, gegen den du spielen willst, den sich da zu holen, bringt dich surrounded von drei Leuten. Die Pumpe im Anschlag. Hungry wird rausgenommen. Sollte leider nicht. Citizen Last Man Standing rotiert komplett rum. Und da ist die Claymore von Leon Gitz, der sich draußen so einen schönen Headshot gefangen hat. Ja, und sich Corey. 3-3, 3-2, Rips raus, Leon Gitz raus. Ja, und das ist eben die Gefahr. Auch einfach mal nur sagen wollte, Tag, ich wollte euch einfach mal loben. Also, das ist schön, aber ihr dürft auch gerne mal im Licht verschwinden, wie die Kakerlaken. Und damit natürlich jetzt hier auch mit diesem schönen Wurf nicht so besonders rosig aus für die Jungs von G2. Leon Gitz ist langlaufen. Ja, das wäre wunderschön. Das wäre wirklich mal schön. Guck, und ich habe es eben schon mal kurz erklärt.
Sie, Alter, Aces holt sich auf Virtue. Kajak und Citizen. Unklug. Kajak holt sich dann Aces. Corey holt sich Kajak. Citizen ist gerade aufgedeckt. Und Crying bekommt den Kill. Und es ist der Punkt für Rogue. Rogue geht mit 22. Nein, mit 3. Wird hier dezimiert. Yonka holt sich Crying. Rips holt sich Citizen. Ein schönes Abklatschen hier. 2-2-Situation. Eine Minute 6 noch zu spielen. Corey holt sich die Richtung beim Rips. Er wartet da ganz entspannt, dass man rumrotiert. Und Corey macht das Ding dicht. Und damit herzlich willkommen. Wir haben ja gesagt, wie wichtig er ist. Dafür aber jetzt ein Thatcher mit am Start. Also schnelles Spiel. Valkyrie, keine Frage. Vision und C. Horizontal bedeutet, Alter, ist das, aimt nach oben und just in dem Moment kommt Witherball rum und setzt den Klick Rio und Witherball, aber Slasher da dann aber mit dem Kill. 3-3, Ace Leder an den Mainstairs, zieht Satrasam, zieht nicht Tsuki, den holt sich Striker und Slasher mit dem Kill an Janava und Ovation eSport eröffnet hier das dritte Match auf Villa. Das Tion hier für das Momentum. Schöner Kill an Janava, will das C4 ziehen und man double peakt ihn da. Einer steht hinten in diesem Small Room und Tsuki mit dem Kill an Witherball und Penta mit dem 1. Halten. Oh, schön gemacht von Ace Lele. Hier nochmal abgesnackt, wird aber dann selber geholt von Fluchtwagen. Möglich ist noch alles, möglich ist noch alles. Slasher, schön gemacht. Gegen 2 nur noch. Wo man eventuell hinrotiert ist. Möglichkeit. Satrasam. Schön gemacht, schön gespielt. Einfach mal zurückgezogen. Möglichkeit. Der plant wahrscheinlich jetzt hinten. Oh, Striker. Ich weiß nicht, wie viel er da gesehen hat. Und der holt sich auch noch Tsuki raus. Ich glaub's ja nicht. Refrag ist da. 1 gegen 1. 7 Sekunden noch. Das ist nicht mehr viel Zeit. Da muss jetzt was passieren. Problem ist, eigentlich auf Plan zu gehen, brauchst du nicht mehr. Der Weg für Slasher ist minimal. Ich werde mal schauen, wann der Plan vonstatten geht. Wenn man den nicht rausbekommt, so wie Striker hier. Dann kann man schon mal sagen, der kann... Und da, das ist unverständlich, dass Ryo da so rein... Slasher macht das sehr, sehr gut hier für Ovation und es ist die Runde. Nicht mehr vorhanden. Plantversuch von Ryo. Sollte durchgehen. Slasher liegt, wird rausgenommen von Nykstro. 2-2-Situation. Nykstro kommt nicht rein, wird abgehalten und Ryo macht das auch gut. Und damit Janava Last Man Standing. Kriegt den ersten, kriegt den zweiten und 1 gegen 1. Oh mein Gott. Und der Diffuser liegt. Und er kriegt ihn! Es gibt Ovation eSport rettet sich hier in Runde Nummer 8. Was für eine verrückte Runde. Können wir die gerade gezeigt haben? Die gibt ihnen ja recht. Fluchtwagen. Striker rausgenommen. Last but not least Slasher und damit die Flawless Round. Eine sehr verwinkelte Mannes. Ja, ich wollte gerade sagen, guck dir Nikes an. Oh, mein Herz. Raus. Tsuki holt sich Striker und er sieht ihn nicht. Nikes so Last Man Standing. Er kriegt den Kill nicht und Ovation eSport gewinnt dieses Match mit 7-5 und beendet die Season zwar auf dem letzten Platz,